Ich möchte die andere Türkei kennenlernen. Menschenrechtsaktivist Peter Steutner saß wegen Terrorvorwürfen 113 Tage in türkischer Haft. Heute wird das Urteil im Prozess gegen ihn erwartet. Er erzählt, was ihm im Gefängnis Hoffnung gab und warum er in das Land zurückkehren möchte. Am 5. Juli 2017 wurde der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner auf Büyükada, einer Insel vor Istanbul, bei einem Seminar festgenommen. Türkische Menschenrechtsaktivisten, unter ihnen Mitarbeiter von Amnesty International, Anwälte, Frauenrechtlerinnen, hatten sich dort zu einem Workshop zusammengefunden, in dem es um IT-Sicherheit und Stressabbau ging. Die Anklage machte daraus Unterstützung mehrerer Terrororganisationen. Peter Steutner und andere, darunter der Türkei-Chef von Amnesty International, Taner Karel, wurden inhaftiert. Als Beweise dienen der Staatsanwaltschaft beispielsweise Handreichungen, wie man sicher per Mail kommuniziert, oder sich widersprechende Zeugenaussagen. Etwa 3 Monate später kam Steutner unter Vermittlung von Altkanzler Gerhard Schröder frei, ohne Auflagen. Er kehrte umgehend nach Deutschland zurück. Sein Prozess ging indes weiter. Nun, nach mehr als 2,5 Jahren, wird ein Urteil erwartet. SZ, am Dienstag machte sich große Freude und Erleichterung breit über den Freispruch Osman Kavalas, einem Kunstmäzen, der eng mit dem Goethe-Institut zusammenarbeitete. Doch schon wenige Stunden später wurde seine Freilassung wegen neuer Vorwürfe gestoppt. Wie haben Sie diese Entwicklung aufgenommen? Peter Steutner, ich bin wütend und traurig und schicke Solidaritätsbotschaften an seine Familie und sein Anwaltsteam. Außerdem erinnert es mich an unser Verfahren. Während diesem wurde der Menschenrechtler Taner Karel Ende Januar 2018 ja auch auf Anweisung des Gerichts freigelassen und dann noch vor den Toren des Gefängnisses erneut auf Anweisung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Das ist psychische Folter. Heute wird in Ihrem Prozess ein Urteil erwartet, im schlimmsten Fall drohen Ihnen 15 Jahre Haft. Sie werden nicht vor Ort in Silivri bei Istanbul sein, sondern verfolgen die Entwicklungen von Berlin aus. Waren Sie seit Ihrer Entlassung aus der Haft im Oktober 2017 wieder in der Türkei? Nein. Bei meinem Prozess herrscht für mich keine Anwesenheitspflicht. Wenn eine Haftstrafe droht, so wie das bei mir der Fall ist, dann sollte man nicht in Reichweite einer zum Teil unrechtmäßig agierenden Justiz sein. In die Türkei zu reisen, wäre im Moment aus Sicherheitsgründen bedenklich. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen Sie lautet Unterstützung mehrerer bewaffneter Terrororganisationen. Ihr Prozess dauert nun schon mehr als 2,5 Jahre an. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit als Menschenrechtsaktivist aus? Ich gebe Trainings und Seminare zum Umgang mit Stress und Trauma oder Datensicherheit sowie Gewaltfreiheit, bin aber derzeit nicht auf bestimmte Länder spezialisiert, wie ich das vorher im Rahmen bestimmter Projekte war. Damit niemand unter Verdacht gerät, wenn er mit jemandem zusammenarbeitet, der unter Terrorismusverdacht steht. Zumal die Anklage in der Türkei das Reisen für mich sehr erschwert. Bei manchen Ländern kann ich ja nicht sicher sein, ob die mich nicht an die Türkei ausliefern. In den letzten Jahren bin ich nur im westlichen Europa gereist. Mein ökologischer Fußabdruck ist im Moment also ziemlich gut. Das ist der Rucksack, den man mit sich herumträgt, wenn man sich für Menschenrechte engagiert. Aber ich bin ohnehin hier in Deutschland im Gegensatz zu MenschenrechtsverteidigerInnen in der Türkei privilegiert. Wie ist es mit dem emotionalen Gepäck? Sie saßen nach Ihrer Verhaftung im Oktober 2017 113 Tage in Gewahrsam und Untersuchungshaft. Wie haben Sie diese Zeit verarbeitet?
Einer meiner Kollegen und Unterstützer hat allein während dieser 113 Tage 112 Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, von Freiheitsberaubung, Schikanen bis zu Einschränkungen bei der Kommunikation und der Aufnahme unserer Anwaltsbesuche auf Video. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit physischer Folter. Aber wenn sowas über so einen langen Zeitraum immer wieder geschieht, ist es sehr zermürbend. Was hat Ihnen in dieser Zeit geholfen, nicht die Hoffnung zu verlieren? Die Solidarität unter den Mitgefangenen, der menschliche Umgang untereinander. Das Gefühl, dass man auf jeden Fall etwas tun kann. Wir haben jongliert, Workshops abgehalten, uns die Zeit vertrieben. Auch das Mitgefühl und die Unterstützung der Menschen außerhalb des Gefängnisses haben mir sehr geholfen. Ich habe nach meiner Freilassung alle Botschaften, Briefe und Videos abgetippt und auf ein Seil drucken und daraus eine Hängematte knüpfen lassen. In die kann man sich reinlegen, ein Leben in Solidarität. Hängematten-Solidarität habe ich dieses Kunstprojekt genannt. Wie geht es für Sie nach dem Prozesstag heute weiter? Ich hoffe, dass es heute zu Ende gehen wird. Damit wäre dieses Damoklesschwert, das seit Jahren über uns hängt, beseitigt. Wenn wir freigesprochen werden, liegt trotzdem noch einige Arbeit vor uns. Werde ich auf Entschädigung klagen? Macht es Sinn, die türkische Justiz wegen Menschenrechtsverletzungen zu belangen, um Präzedenzfälle zu schaffen? Und falls ich doch zu einer Haftstrafe verurteilt werde, gehen wir natürlich in Revision. So oder so, wir müssen mehr Aufmerksamkeit schaffen. Die Bundesregierung muss Druck ausüben. Die Einhaltung der Menschenrechte muss immer das führende Kriterium bei allen Länderbeziehungen sein, auch den wirtschaftlichen. Von Waffenexporten ganz zu schweigen. Das wäre ohnehin das Minimum, dass man solche Exporte stoppt, bei einer Menschenrechtslage, wie wir sie in der Türkei vorfinden. Wollen Sie jemals wieder in dieses Land reisen? Lieber heute als morgen. Ich möchte all die Menschen treffen, die mit mir, mit uns, solidarisch waren. Ich möchte die andere Seite der Türkei kennenlernen. Stefan Zollner sei Dank, VfB Forst Inning 2 auch gegen Schwabhausen siegreich. Trainer Michael Stieglöhr verbesserte sich selbst noch während seinem Resümee, so kann, nein, so muss es weitergehen. Auch beim zweiten Testsieg überzeugte seine Mannschaft im Duell zweier Kreisklassisten und behielt mit 3:1 Toren gegen Schwabhausen die Oberhand. Ich bin sehr zufrieden. Die Tore waren alle sehr schön herausgespielt, so Stieglöhr. Aber auch die Abwehr bekam ihr Lob an und hatte die Gäste sehr gut im Griff. Die Führung für den VfB 2 erzielte Stefan Zollner gleich in der zweiten Minute, die Gäste glichen durch einen Strafstoß von Christian Henning aus. Im zweiten Durchgang sorgten Moritz Bär und abermals Zollner für den VfB-Sieg. Rückkehr der Taliban, die Chance auf Frieden schwindet. Das von US-Amerikanern und Islamisten ausgehandelte Friedensabkommen für den Hindukusch steht kurz vor der Unterzeichnung. Die Chancen auf Frieden sind schlechter. Nach vielen Höhen und Tiefen sind die Friedensverhandlungen abgeschlossen, so zitierte die pakistanische Zeitung The News am Dienstag einen hochrangigen Taliban-Führer. Das Ende des fast 20-jährigen Konfliktes am Hindukusch wäre in der Tat ein historischer Meilenstein. Lange war das Abkommen zwischen den USA und den afghanischen Islamisten verhandelt worden. Im September 2019 erklärte US-Präsident Donald Trump mit einem bösen Tweet die Gespräche unmittelbar vor der Unterzeichnung für gescheitert. Beim nächsten nun doch erfolgreichen Anlauf sollte es etwas ruhiger verlaufen. Nun ist in den USA Wahlkampf und Trump möchte keine Gelegenheit auslassen, einen Friedensschluss, den sein Vorgänger Barack Obama vergebens angestrebt hatte, als seinen großen außenpolitischen Triumph zu feiern. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht nun schon von einer Gelegenheit,
die man nicht verpassen dürfe. Es wird erwartet, dass das Abkommen Ende Februar im Golfemirat Katar feierlich unterschrieben wird, wo die Taliban seit Jahren eine Art diplomatische Vertretung unterhalten. Afghanistan, Verringerung der Gewalt. Praktischerweise wurden die Erwartungen an den Friedensschluss schon heruntergeschraubt. Statt eines Waffenstillstands ist zunächst nur eine Verringerung der Gewalt für den Zeitraum von 7 Tagen vereinbart worden. Dies dürfte in der Praxis schwer messbar sein und daher leicht in jedwede positive Richtung zu interpretieren. Nach dem 7-Tage-Test ist dann ein schrittweiser Abzug der US-Truppen aus Afghanistan geplant. Deren Anzahl soll sich innerhalb von 135 Tagen von momentan 13.000 auf 8.600 Soldaten verringern. Wie es danach weitergeht, ist nicht ganz klar. Die US-Generäle wollen eine Antiterrortruppe von 3.000 bis 5.000 Mann in Afghanistan halten. Wie realistisch dies ist, bleibt abzuwarten. Denn eine der vielen gewichtigen Fragen der Menschen am Hindukusch ist die künftige politische Entwicklung. Kurz vor der Unterzeichnung wurden am Dienstag endlich die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom September 2019 bekannt gegeben. Die Resultate sind kaum repräsentativ zu nennen. Nach 5 Monaten erbittertem Streit um die Richtigkeit von Hunderttausenden von Stimmen wurden nur noch 1,8 Millionen Wahlzettel berücksichtigt bei 9,6 Millionen registrierten Wählern und einer Bevölkerung von geschätzt 35 Millionen. Wie bereits erwartet wurde Afghanistans Präsident Ashraf Ghani zum Wahlsieger erklärt. Sein Vorsprung auf den Rivalen Abdullah Abdullah ist komfortabel. Ein Mainstreaming der Taliban ist für einen anhaltenden Frieden in Afghanistan unabwendbar. Der Sieger ist zwar nach mehr als 4 Jahren Amtszeit wenig beliebt, doch vor allem die USA sind in diesem kritischen Moment interessiert an Kontinuität an der Spitze, bevor die Taliban in die afghanische Innenpolitik zurückkehren. Denn dass die Taliban mit dem Abkommen wieder salonfähig werden und letztlich in Kabul an die Macht kommen können, ist eine durchaus realistische Option. Ein Mainstreaming der Taliban ist für einen anhaltenden Frieden in Afghanistan unabwendbar, schrieb jüngst der indische Diplomat und Analyst M.K. Bhatra Kumar. Mehr als die Hälfte Afghanistans wird von den Islamisten beherrscht. Und sie haben sich noch nie sonderlich für Wahlergebnisse interessiert. Zwar hat Ghani das afghanische Militär und den Staatsapparat hinter sich, doch seine Regierung ist schwach und zerstritten. Wie lange der 70-Jährige nach der Unterzeichnung des Abkommens noch Präsident bleiben wird, steht in den Sternen. Der Verhandlungsführer auf der US-amerikanischen Seite, der Sondergesandte Zolmay Khalilzad, hat erreicht, dass die Taliban innerhalb von 15 Tagen nach der Unterzeichnung des Vertrags innerafghanische Verhandlungen über die Zukunft des Landes beginnen. Die Taliban haben jedoch stets klar gemacht, dass sie die Regierung in Kabul als kaum mehr denn Marionetten des Auslands ansehen. Inwieweit sie dazu bewegt werden können, mit Ghani zu kooperieren, bleibt ebenfalls abzuwarten. Das Abkommen schreibt fest, dass die Taliban zu Afghanistan gehören. Diese Realität dürfte in vielen Punkten nicht besonders schön daherkommen. Taliban-Verhandlungsführer Malabarada hat bereits klar gemacht, dass es kein Umdenken bei der Rolle von Frauen gibt, für die dann wohl wieder die Scharia gelten soll. Die Rückkehr der Taliban ist aber auch kein echter Garant für Frieden. Splittergruppen wie der Islamische Staat sind weiterhin eine Gefahr, ebenso religiös unabhängige ethnische und regionale Konflikte.